Grüße euch, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Ich hatte ja schon das Vergnügen, die Triumph Street Triple RS für 2020 zu testen, also das neue Streety-Topmodell von Triumph. Auch die Modern Classic-Reihe bekommt jetzt ein neues Topmodell, die Triumph Thruxton RS, also die heißt auch RS, wenn man die Thruxton TFC außen vor lässt, also TFC für Triumph Factory Custom. Die ist aber mit ihren vielen Carbon-Teilen auch preislich derart abgehoben, dass jetzt eben die Thruxton RS das neue Topmodell ist. Es gab schon eine Thruxton R, die ja mit ihrer Showergabel voll verstellbar, zwei Öhlins-Federbeine, derer wir eben zwei hinten haben, auch voll verstellbar, Brembo-Bremsanlage, also die war schon richtig gut ausgestattet. Die RS legt aber nochmal eins drauf, sie wird stärker, sie wird leichter und bietet damit insgesamt eine bessere Performance. Was ist neu? Herzstück ist nach wie vor der Bonneville Twin in High-Power-Ausführung, also ein rein Zweizylinder mit 1200 Kubik. Was schaut jetzt raus? Statt vorher 97 PS bei der Thruxton R hat die RS nun 105 PS bei 7500 Umdrehungen, also 8 PS mehr. Drehmoment bleibt gleich, 112 Newtonmeter, liegt allerdings knapp 700 Touren früher an, jetzt bei 4250 Umdrehungen. Wie wurde das gemacht? Durch eine Reihe von Motor-Upgrades, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Triumph gibt an, Kolben mit höherer Verdichtung, überarbeitete Kanäle und Nockenprofile, ein Sekundärluftsystem und eben eine ganze Reihe von leichteren Motorkomponenten, Kurbelwelle mit geringerer Massenträgheit, Kupplung und Ausgleichswellen, Magnesium-Nockenwellendeckel, Motorabdeckung mit verringerten Wandstärken und, sehr interessant, eine Lichtmaschine mit seltenen Erden. Bitte, was sind seltene Erden, habe ich mir gedacht. Ich habe mich schlau gemacht für euch. Das sind seltene Metalle, die aber im Fahrzeugbau eh schon länger verwendet werden und doch jetzt nicht ganz so selten vorkommen, auf alle Fälle öfter als Gold, habe ich gelesen. Wie sie heißen, weiß ich aber natürlich nicht, weil ich so genau nicht recherchieren kann. Aber die leichteren Motorteile bewirken natürlich auch ein geringeres Gewicht. Insgesamt werden 6 Kilo gegenüber der Thruxton R gespart. Für eine angemessene Performance eines Topmodells gibt es natürlich wieder Brembo Bremszangen, M50 Radial Monoblock mit 320er Doppelscheiben und Radialpumpe ebenfalls von Brembo. Metzeler Racetech RR Bereifung, also man wird auch so wie mit der R schon, aber mit der RS wahrscheinlich noch besser Track Days bestreiten können. Und natürlich wieder voll einstellbare Shower Big Piston Front Fork und vollständig einstellbares Öhlins Fahrwerk hinten, also es sind ja wieder Stereo-Federbeine und diesmal mit schwarzen Federn, wobei ich persönlich finde, dass diese gelben Federn ja irgendwie so ein Farbkleck sind, der das ein bisschen interessant macht, aber eben, man will halt mit der Thruxton RS noch mehr so einen düsteren Style schaffen, daher auch viele Teile an der RS dunkel gehalten, zum Beispiel schwarz eloxierte Felgen und Motordeckel und auch diese Lackierung, es gibt sie ganz schwarz, okay, nicht für mich, aber die andere Version in diesem Schwarz-Grau-Silber mit roten Elementen erinnert mich tatsächlich eben an die Street Triple RS, das dürfte sich so durchziehen bei den RS-Modellen, dass die in so einer Lackierung kommen. Schaut schon sehr gut aus und abschließend in Sachen Elektronik ist man trotz der altvaterischen Optik natürlich ganz modern. ABS, abschaltbare Traktionskontrolle, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, USB-Anschluss unter dem Sitz und eine Wegfahrsperre ist auch mit an Bord. Also ein würdiges Topmodell, würde ich mal sagen, gehört natürlich getestet. Auf der EICMA werden wir sie uns genauer anschauen, Probesitzen, also ein bisschen abgreifen und anschauen, wie die Haptik ist, wie so die Verarbeitungsqualität ist, wird wahrscheinlich sehr hochwertig sein. Werden wir alles auf der EICMA prüfen. Bitte dranbleiben, danke fürs Zuhören und Zuschauen und unseren Kanal abonnieren. Und ja, jetzt in weiterer Folge kommen noch unfassbar viele Videos von der EICMA online. Danke fürs Zuhören, Zuschauen. Tschüssi! We'll be right back.